So, hallo Lüle, da bin ich wieder im Assassin's Creed Black Flag, also im 4. Teil, ne? Ja, ich soll da irgendwie gerade hochkrauchen. Achso, genau, ja, genau, und da war was. Meilentreu, ein cleverer Trick. So. Neben ihrer offenkundigen Wirksamkeit sind Luftattentate von poetischer Schönheit. Seid ihr das? Ja, wie gesagt, wie ihr seht, habe ich die Steuerung hinbekommen. Ja, ich musste irgendwie meinen Controller immer nur, also komplett rein und raus, also den Empfänger. Und dann hat das wieder funktioniert, ne? Magnifique. So. Besteht auch die Möglichkeit, den Todesstoß im vollen Lauf auszuführen. Mon Dieu, welch unwiderstehlicher Ip! Hm, können wir. Wunderbar. Und die Truhe ist da unten. Ne, da will ich jetzt nicht hin. So. Ja, dann würde ich mal sagen, wir machen mal weiter. Wie gesagt, mich freut, dass das jetzt. Die Assassinen haben euch gut ausgebildet. Ihr habt ihnen im rechten Moment den Rücken gekehrt. Das war riskant, schätze ich. Die Assassinen zu hintergehen kann äußerst ungesund sein. Und Schnaps zu trinken ebenfalls. Doch einige Risiken nehme ich gern in Kauf. Und was ist euer Anliegen hier, Sir? Seid ihr ein Mitarbeiter des Gouverneurs oder ein fast Bekannter wie ich selbst? Gewehre, Klingen, Kanonen, Granaten. Alles, was einen Mann töten kann, liefere ich euch mit Freude. Also eine Art Schmuggler. Und wie geht es eurem Weib der Zeit, Captain Rogers? Ist sie hier? In Havanna? Es wird ihr gut gehen, auch wenn ich es nicht weiß. Ich war über 14 Monate in Madagaskar, Piraten jagen. Es war mühsam, die Schurken von dort zu vertreiben, doch wir schafften es. In Zukunft gedenke ich, dieselbe Taktik in der Karibik einzusetzen. Und wie wurdet ihr mit ihnen fertig? Das war nicht schwer. Viele Piraten sind nicht klüger als Affen. Ich ließ ihnen einfach die Wahl. Das Pardon annehmen und arm aber frei nach England zurückkehren oder auf der Stelle gehängt werden. Ah, dann könnte Nassau euer nächstes Ziel sein. Wie scharfsinnig, Duncan. Jawohl. Na dann viel Glück. Großmeister Torres, Mr. Duncan Walpole ist eingetroffen. Sie. Ihr wurdet vor einer Woche erwartet. Verzeiht, Gouverneur. Es gab einen Überfall durch Piraten. Wir wurden versenkt. Ich traf erst gestern hier ein. Bedauernswert. Verzeiht meine Vorsicht. Doch konntet ihr das vor diesen Piraten retten, was ihr mir versprochen habt? Ja, Sir. Konnte ich. Increíble. Die Assassinen haben mehr Ressourcen, als ich gedacht hätte, jedoch. Nicht genug, um uns abzuschrecken. Ich freue mich sehr, euch endlich zu treffen, Duncan. Höchst willkommen. Kommt, meine Herren, wir haben viel zu besprechen. Ob das gut geht? Ob das gut geht? Endlich beisammen. Und in solch kontinentaler Gesellschaft. England, Frankreich, Spanien, die Bürger trauriger und korrupter Reiche. Doch nun seid ihr Templer, die geheimen und wahren Herrscher dieser Welt. Bitte, streckt eure Hände aus. Verinnerlicht und achtet unsere Absichten. Führt alle verirrten Seelen, bis sie auf dem rechten Weg sind. Leitet alle verirrten Triebe, bis die Leidenschaft sich abkühlt. Lenkt alle verirrten Geister zu sauberen Gedanken. Im Lichte des Vaters des Verstehens. Lasst uns zu Werke gehen. Vor Jahrzehnten übertrug mir der Rat die Aufgabe, hier in der Karibik, einen vergessenen Ort zu finden, den die Vorläufer einst das Observatorium nannten. Seht her. Seht euch diese Bilder an und prägt sie euch gut ein. Sie erzählen eine uralte Geschichte. Seit 2 Dekaden bemühe ich mich, das Observatorium zu finden. Einen Ort, der angeblich ein Werkzeug von unvorstellbarer Macht beherbergen soll. Es enthält eine Art Armillarsphäre sozusagen. Ein Gerät, das uns die Macht verleiht, jeden Mann auf der Erde zu finden und zu beobachten, wo immer er sich befindet. Stellt euch einmal vor, wie es wäre, eine solche Macht zu haben. Mit diesem Gerät gäbe es keine Geheimnisse mehr. Keine Lügen, keine Betrüger. Nur Gerechtigkeit, wahre Gerechtigkeit. Das ist das Versprechen des Observatoriums und wir müssen es für uns gewinnen. Kennen wir denn seinen Standort? Werden wir bald. Denn der Einzige, der ihn kennt, ist in unserer Gewalt. Ein Mann namens Roberts, er galt einst als Weiser. Es ist 45 Jahre her, dass jemand einen wahren Weisen sah. Können wir sicher sein, dass er echt ist? Wir sind überzeugt davon. Die Assassinen werden ihn sich holen. Ja, das werden sie. Doch. Dank Duncan und der Informationen, die er uns brachte, werden die Assassinen kein Problem für uns darstellen. Morgen wird sich alles aufklären, meine Herren. Wenn ihr den Weisen persönlich trefft. Bis dahin, lasst uns trinken. Lasst uns das Observatorium gemeinsam finden. Denn vor seiner Macht werden Könige fallen, der Klerus erblassen und die Herzen der Welt werden uns gehören. So, ja. Wir haben die Dings und wir haben alle per Taschendiebstahl fertig. Yes, Baby. Ah, ja, wir haben es geschafft, Leute. Schlaft gut, Duncan. Morgen wird die Schatzflotte einlaufen und damit eure Belohnung. Und danach besprechen wir unser Vorgehen. Ich freue mich drauf. Exzellent. Trefft mich unten an den Docks gleich als erstes morgen früh. So. Wir sollen zu den Docks. Gouverneur Torres erbittet eure Anwesenheit an den Docks, neben dem Castillo. Gleich morgen früh. Ja, das ist schön, dass er das möchte. Kann er auch gerne. Ja, wir sind jetzt ein bisschen frei am Werkeln, ne? Ah, das Problem ist, hier sind wieder so viele Wachen. Das ist nicht gut. Also hier von den... Er ist es! Ein Mörder! Ein Pirat! Edward! Pirat! Auch wenn er an eurem Leben hängt! Stehen bleiben! Bleib stehen! Verdammt! Das ist Kenway! Der Pirat! Lauf! Oh, ich hab ihn gehabt! Das ist ja gerade hier ein Witz, oder was? Bleib doch mal stehen, Mensch. Nein, er ist es. Ein Mörder. Ein Pirat. Warum muss ich eigentlich... Pirat, lauft, wenn ihr an eurem Leben hängt. Warum habe ich immer das Problem, dass der nein, er ist es. 20 Kilometer... Ein Pirat. Ich würde nie daran denken, euch ein Leid zuzufügen, Captain. So. Ich wollte gerade sagen, irgendwann muss ich den noch mal kriegen. So. Jetzt, nachdem wir den jetzt hier geschnappt haben, werden wir uns jetzt mal auf den Weg machen. So, wir müssen irgendwo da hinten hin. Mal gucken, wie das endet hier für uns. Ups. Bei den Docks. Hallo. So, da steht er schon. So, und dann mal weiter. So, der Mann, den sie den Weisen nennen. Guten Morgen, Duncan. Gleich hier drüben. Edward? Hallo, Edward? Ich fand jemand, der mir den übrigen Zucker abkauft. Ah, ein gutes Geschäft, muss ich sagen. Er nannte euch Edward. Das ist der Händler, der mich hierher brachte. Zur Vorsicht gab ich ihm einen falschen Namen. Ah, gute Idee. Wir sehen uns, Barnett. Später. Sehr pünktlich, Duncan. Hier entlang. Hier ist er. Ein Mann, nach dem Templer und Assassinen mehr als ein Jahrzehnt gesucht haben. Man sagt, euer Name ist Roberts. Ist das wahr? Ihr wisst, was das ist, denke ich. Den alten Geschichten nach wird das Blut eines Weisen benötigt, um das Observatorium zu öffnen. Das ist der Schlüssel. Nun brauchen wir nur noch seinen Standort. Mr. Roberts wird ihn uns bereitwillig mitteilen. Bringt ihn in meine Residenz. Das könnte interessant werden. So viel Wirbel um einen Mann? Ist das Observatorium wirklich so kostbar? Sie, sind du da? Das Observatorium wurde von der Vorläuferrasse erbaut. Sein Wert ist unermesslich. Vorläuferrasse. So, so. In einem der ersten Briefe äußertet ihr den Wunsch, diesen Maya-Mentor zu töten, Atabai. Konntet ihr diesen Auftrag noch ausführen, bevor ihr hierher kamt? Leider nicht, nein. Zu viele Komplikationen auf dem Weg. Wie schade. Doch die Karten und die Ampulle, die ihr brachtet, werden es schon richten. Guck mal, laufen sie. Das sieht, hab ich da. Ich mag diesen Weg nicht, Torres. Zu ungedeckt. Hier stimmt was nicht. Bleib bei mir, Großmeister. Ich spüre es auch. Wir dürfen nicht Hand an den Weisen legen, was es auch koste. Wo sind sie denn? Assassinen! Da oben! Sie sind auf den Dächern! Achtet auf Straßen und Gassen! Sie können überall sein! Eine Serienattacke habe ich jetzt erreicht. Ui, auch nicht schlecht. Sollen die ihn jetzt kriegen? Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Mach langsam, dann wird's leichter für uns beide. Halt! Oder ich schieß dir ins Knie! Das hat wehgetan. Mann! So, komm. Warum kann der auf einmal so rennen wie ein Bescheuerter und ich krieg's nicht hin? Also, entschuldige die Ausdrucksweise, aber der rennt ja hier wieder wirklich wie ein Teufel. Nein, Alter. Oh, Kurve nicht gekriegt. Ja, komm. Es kann ja nicht so sein, dass ich das nicht hinkriege, den Typen da zu fangen. Hau ab hier, hau ab. So. Ich glaube, das war ein bisschen zu hart. Gut gemacht, Schoßhund. Schweig! Wir bringen ihn in den Kerker, Großmeister. Verdoppelt die Wachen. Nun, ich bin erschöpft. Welch ein ereignisreicher Tag, die Herren. Sie, von allen Seiten von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen, doch ich muss mich dem Wind anvertrauen und nach England segeln. Natürlich, Captain. Ich wünsche euch eine schnelle Reise. Mit Glück bin ich bei der Rückkehr selbst Gouverneur. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios! Nun zu euch, Mr. Walpole. Ich betrachte es als erste Rate einer langfristigen Investition. Gracias. Hab Dank. Ich möchte euch gerne beim morgigen Verhör sehen. Kommt, gegen Mittag. Ja, Sir. Ja, ordentlich Geld eingenommen, ne? So. Ja, nichts geschafft. Aber okay, kann ich mitleben, Leute. Juhu! Wir haben es irgendwie geschafft. Immer hier wieder... Eigentlich haben wir uns nicht schlau angestellt, gebe ich mal ganz ehrlich zu. Weil, wir haben den eigentlich über... Hätte der nicht irgendwie aufgehört und hätte gesagt, komm, wir prügeln uns, dann hätte ich den wahrscheinlich überhaupt nicht gekriegt. So, jetzt haben wir hier einmal wieder Retour durch die ganze Stadt, wa? Zum Glück lassen die uns hier gerade in Ruhe, die Spanier, die Soldaten. So, hier, komm. Kraxeln wir mal ganz schnell hoch. So. So. Und go. Aber wenigstens mal so ein bisschen den Überblick hier mal, was hier los ist. Schnellreiseziel. So, wir gucken mal hier auf die Karte. So sieht das Ganze übrigens aus. Eigentlich haben wir eigentlich ganz gut alles schon hier im Blick, ne? Kann das sein? So, ich bin da, wir müssen dahin. So, dann machen wir weiter. So. Wollt ihr mit mir trinken, Edward? Ja, Leute, wir werden mit ihm trinken, allerdings erst in der nächsten Folge. Von daher mache ich jetzt schon mal hier Feierabend, sprich die Folge ist zu Ende. Ich hoffe mal trotz alledem, es hat euch irgendwie gefallen. Ihr wisst ja, wie es geht, mit Kommentare, Like und Abo. Und vergesst natürlich nicht, die Glocke anzumachen. Ihr wisst warum, ne? Und in diesem Sinne wie immer. Bis zum nächsten Mal und bis denne.